Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine neue geheime Herausforderung zeigen. Das hat wieder was mit den Korallen zu tun, Leute. Und zwar müsst ihr hierfür einmal hier zu dem Leuchtturm. Denn dort befindet sich eine neue geheime Herausforderung. Insgesamt gibt es für diese Herausforderung drei Spots. Alle drei Spots werde ich euch zeigen. Das ist auch ganz einfach zu lösen. Und gibt easy EP. Und zwar, wenn ihr beim Leuchtturm seid, markiere ich euch auf der Karte hier oben, dann seht ihr diesen Stein, macht ihr kaputt und es bildet sich hier so eine so eine Statue, so ein Sphinx oder was auch immer das sein soll. Habt ihr einen von drei gelöst, dann geht ihr weiter zum dritten. Der befindet sich hier auf der Karte. So, mache ich mich mal schnell auf den Weg dorthin. Ich würde euch empfehlen, macht das in Gruppenkeile, wenn ihr das in Roh machen wollt. Weil ansonsten, Leute, gibt es immer wieder irgendwelche, die plötzlich bei dir landen, dich dann töten und du wieder zu dem anderen Spot in einen anderen gehen musst. So könnt ihr das alles in einem Spiel machen, so wie ich jetzt gerade. Ist es einfach angenehmer. So, und da vorne haben wir schon das nächste Denkmal. So, hier. Einfach wieder gegenschlagen, Leute. Hier auf der Karte nochmal markiert. Einfach gegenschlagen und Grenzdenkmal des Korallenkönigs gebaut. So, dann gehen wir zum dritten Spot. Ich use einfach mal hier den Strudel. Ja, da schießt schon jemand auf mich. So. Und los geht's. Und der befindet sich hier bei dieser Koralleninsel. Markiere ich euch auch mal den Spot genau hier. Genau hier auf dieser Insel, Leute. Auch einfach gegenschlagen. Und ihr habt 25.000 EP. Ja, das war's dann auch schon, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Schreibt mir die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.